Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer 66 Shadow und heute will ich euch was vorstellen und das ist der Razer Raiju Gaming Controller und hier oben links seht ihr fett Designed for eSport und natürlich den Nankon, den habe ich schon etwas länger, aber ich zeige euch erstmal den Razer Raiju Unboxing. Zack. Hier erstmal schön links, Configuration, Dankeschön, bla bla bla. Ich kann kein Englisch. Und da seht ihr gleich eine schöne, geile Tasche. Das ist der Controller in der Tasche. Den machen wir jetzt auf. Und da ist der Controller, super. Schöne geile Tasche. Hier ist der Controller. Oh, okay. Oh, okay. Die Pedals. Geil. Oh, das ist cool. Okay. Werde ich euch gleich sagen, warum das cool ist jetzt bei denen. Vergleich zum Nanko. Nur die Pedal-Position. Das ist bis dann. Ah, geht. Geht, geht. Geht, geht. Und okay, das ist auch cool. Rutschfest, hier auch rutschfest. Hier sieht man es auch. Okay, hier ist Taser. Hier kann man bestimmt. Ne, ist noch so drauf. Okay. Ist noch so drauf. Gewicht ist okay. Okay, man hat auch hier Tasten natürlich. Hier kann man Einstellungen machen, hier oben. Okay. Cool. Die Dinger kann man ja auch abmontieren. Die Pedals. Hier ist ja auch extra ein Schrauben. Ist hier Schraubendreher bei den Handwerkern gesagt. Okay. Coole Tasche. Mit hier extra Tasche. Cool. Nice. Mal gucken, was da noch drin ist. Natürlich muss hier auch der Kabel etc. drin sein. Erstmal machen wir das weg. Da haben wir erstmal ein Booklet. Dann machen wir hier auf. Und hier ist es anderes Zubehör. Okay, erstmal gucken, wie man den am besten aufmacht. Ja, brauchen wir gar nicht aufmachen. Können wir alles von der Seite rausziehen. Ziehen wir alles schon raus. Zack. Sonst ist nichts mehr drin. Der Kabel. Per USB an der PlayStation und das kommt dann an den Controller. Natürlich auch mit dem Deckel drauf. Okay. Cool. Kann sogar mein Handy aufladen. Nice. Okay, cool. Verlängerte, okay, Ladegeräte, läuft. Da seht ihr ja den Controller, den werde ich jetzt ausführlich testen auch, wie der ist. Aber geile Tasche. Wenig Zubehör, das war's eigentlich vom Controller. Und dann kommen wir zum Nanko. Den zeige ich euch auch gleich nochmal. Extra für euch wieder schön eingepackt. So geht auf, das ist schön magnetisch hier. Ist cool. Dann kommt hier der Controller. Der hat natürlich bei ihm, bei denen hier, könnt ihr schön Gewichte mal draufsetzen hier. Fühlt sich halt wirklich beim, ich habe gezockt COD, FIFA etc. richtig geil mit den Metallteilen hier. Hier ist ja Metall. Die Sticks sind auch eigentlich geil. Vor allem hier mit dem Logo. Ich guck mal kurz hier eigentlich nochmal, wie sich das nochmal. Der fühlt sich halt schwerer und das Plastik qualitativ besser. Die Oberfläche fühlt sich besser an wie bei den hier. Und hat der auch Metall hier? Jep, auch. Sieht man. Also die schenken sich gerade mit den Sticks nicht viel. Der rutscht genauso wenig. Der rutscht halt ein bisschen mehr. Der Analog ist auch ein bisschen kleiner. Das gefällt mir auch mehr als wie hier für mich persönlich.
Jetzt kommen wir. Sachen hier. Der gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Zum Klicken, weil bei COD-Spielen hatte ich manchmal die Probleme gehabt mit den Drücken hier. Bisschen scheiße gewesen, weil ich einfach mein Finger, sieht man ja. Und ich bin immer gewohnt, so ein bisschen zu klicken. Wie bei den alten Tagen und bei denen hier. Perfekt. Nur die Pedals stören mich. Bei denen sind die Pedals geiler. Die Pedals sind geiler. Natürlich könnt ihr bei denen hier auch hier seitlich, glaube einstellen, den Weg. Werde ich sehen, wie ich beim Spielen mit dem klarkomme. Natürlich hat der Namco, habt ihr Gewichte, wo ihr montieren könnt mit dem entsprechenden Dreher. Dann habt ihr natürlich bei denen auch eine Tasche dabei. Aber ja, so eine billige Stofftasche, wo euer Controller nicht so sicher ist. Da ist dagegen der von Razer, die Tasche. Besser für den Transport, hört ihr ja auch. Stabiler. Da werde ich den hier ausführlich testen. Dann kommen wir zum Namco. Der Controller ist gut. Ich finde den okay zum Zocken, einwandfrei. Ihr habt auch verschiedene Spielmodis hier. Könnt ihr einstellen, macht ihr hier an und dann mit dem Programm könnt ihr es wählen. Ihr müsst halt alles wirklich mit dem Computer einstellen. Ihr müsst zu denen ihr seid, den ihr Programm runterladen und dann könnt ihr alles einstellen. Mit der Empfindlichkeit beim Drücken, dann die verschiedenen Modis, was ihr gern haben wollt, was ihr hier haben wollt, was ihr da haben wollt. Ihr könnt auch Kombinationen machen, dass hier zwei Tasten belegt sind. Zum Beispiel Tekken 7, was rauskommt, könnt ihr dann da Kombination raushauen. Könnt ihr halt alles, müsst ihr halt alles mit dem Rechner, Laptop etc. einstellen. Einfach so blind könnt ihr es nicht einstellen. Gegenzug, wie ich weiß, vom Razer. Den könnt ihr irgendwie mit Tastenkombinationen könnt ihr alles einstellen, wer, was ist. Wird bestimmt auch in der Gebrauchseinleitung bla 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 stehen. Ja, das war halt kurze Infos zu den Controllers. Der Namco war cool, hat Spaß gemacht bei Division, FIFA, Call of Duty, paar MMOs, wo ich gespielt habe. Oh, wie hieß es? Ein Elder Scrolls Online etc. Hat mir wirklich gefallen. Liegt auch sehr gut hier. Liegt halt, ich finde es halt, wenn man so zockt, irgendwie ein bisschen besser wie, ja, so. Wenn man so spielen würde, wären die analog L1, R1 ein bisschen bequemer zu bedienen. Aber wo ich mit der rechten Hand das quasi auch so in der Hand hatte, hatte ich manchmal Probleme mit dem Schießen, ich persönlich, weil die Hand liegt so und sieht der. Weil es einfach so weit, für mich persönlich zu weit unten ist, wäre es ein bisschen höher angesetzt. Dann wäre es für mich ein Tick besser, weil so zu spielen habe ich auch keinen Bock, wenn die Hand schon so geil liegt. Die Hand liegt wirklich geil. Seht ihr hier? Liegt richtig geil. Und wenn ich jetzt den, jetzt mal hier den Raichu nehme, da muss ich. Seht ihr den Unterschied? Wie meine Hand liegt. Machen wir Kamera ein bisschen weg. Hier. Die Hand ist ein bisschen verkrüppt. Auch mit der linken Hand, ja. So würde ich es normal halten, aber die Knöpfe sind ein bisschen. Fühlt sich ein bisschen. Ja, seht ihr gerade. Ein bisschen verkrampft. Und hier bei denen einfach, habt ihr einfach schon hier. Liegt halt ein bisschen besser. Richtig schön bequem. Liegt's hier in der Hand. Bei den Controller wäre es halt bei gewissen Games, ja, ich. Hier besser wegen den scheiß Tasten hier. Liegt halt einfach ein bisschen. Ist vielleicht auch eine Gewohnheitssache. Wirklich vielleicht eine Gewohnheitssache. Okay, die Tasten.
bisschen steif. Oh, okay. Das ist Hammer. Und hier ist halt so Standard PlayStation-Tastenstyle und hier. Für Spiele, wo man ja schnell drücken muss. Oh, das ist cool, okay. Like God of War. Da. Okay, und hier. Hört ihr auch. Und hier. Ja, okay. Ja, den werde ich jetzt ausführlich mal testen. Und zum Nanko sage ich, guter Controller, wirklich gut. Besser als der Standard-Controller, finde ich. Wer hier links oben gern haben will. Und das Gaffen ist auch cool mit denen hier. Fand ich recht gut. Nur wirklich hier die L1 und R1-Taste fand ich ein bisschen scheiße. Damit habe ich auch sehr viel auch jetzt im Mass Effect gespielt. Hat mich kaum gestört. Und jetzt ist dieser liebe Controller dran. Hoffentlich hat dieses Video euch gefallen und hoffentlich wollt ihr auch ein Video sehen, wie ich diesen Controller hier wie ich den Controller hier finde, den Raiju von Razer. Ja, das war euer 66 Shadow und hoffentlich hat dieses Video euch gefallen.